Fellows präsentiert die Lotus DX Sitzsteh-Workstation. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Kabel ganz einfach mit dem Kabelmanagementsystem verlegen können. Ihre Lotus DX wurde mit einem Kabelschlauch und einem magnetischen Kabeltrichter geliefert, die mit dem eingebauten Kabelkanal verwendet werden können. Es gibt außerdem zwei USB-Anschlüsse für Tastatur und Maus. Bringen Sie zum Start Ihre Lotus DX in die höchste Position. Richten Sie nun Ihre Workstation mit Monitor und Accessoires ein. Bringen Sie den Kabeltrichter an. Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Netzteil und schließen Sie es an einer Steckdose an. Verbinden Sie dann das Netzteil mit dem hinteren USB-Hub. Um einen Datentransfer zu den hinteren USB-Ports zu ermöglichen, verbinden Sie den USB-Hub mit Ihrer Dockingstation, Ihrem Computer oder Monitor. Wenn Sie den Hub mit Ihrem Monitor verbinden, benötigen Sie ein weiteres USB-Kabel zur Verbindung des Monitors mit Ihrem Computer. Sofern Ihre Tastatur und Maus mit Kabel betrieben werden, führen Sie diese durch die Öffnung an der Plattform und entlang der Clips unter der Plattform. Führen Sie nun die Kabel durch den Kabelkanal an der Rückseite der Lotus DX. Stecken Sie die Kabel von Maus und Tastatur in die beiden hinteren USB-Ports. Führen Sie alle übrigen Kabel im Kabeltrichter zusammen. Nun kommt der Kabelschlauch zum Einsatz. Klemmen Sie das Werkzeug um Ihre Kabel, sodass der Pfeil auf dem Werkzeug nach oben zeigt. Stecken Sie den Kabelschlauch auf das Werkzeug, sodass er beginnt, die Kabel zu umschließen. Halten Sie den Kabelschlauch oben fest und führen Sie das Werkzeug wie einen Reißverschluss nach unten. Nun führen Sie nur noch das obere Ende des Kabelschlauchs in den Kabeltrichter. Und fertig! Werden Sie aktiv und arbeiten Sie ab sofort gesünder mit der Fellows Lotus DX Workstation.